So, dann kriegen wir das doch da langsam mal hin. Den ersten Prinzen haben wir schon mal. Entschuldigung, weil ich jetzt gerade nichts gesagt habe. Ich war wieder zu konzentriert. Weil diese Mission ist schon ein bisschen härter, sage ich mal. Als so manch andere. Es ist Zahltag. Ich glaube, ich muss wirklich erst die Kohorten vor dem Prinzen töten, dann Gebiete einnehmen. So wie jetzt zum Beispiel muss ich wohl wieder viel mit dem mit der Monstersymbiose Kerker gestorben und als Skelett wieder auferstanden. arbeiten. Ich habe ja zum Glück diesen Kraftprotzritter hier. So, dann können wir uns gleich den zweiten Prinzen holen. So. Imp, schlepp den mal bitte ab für mich. So, dann bleibt nur noch der eine Prinz dort. Den ersten sollten wir mal heilen. Und die können wir eigentlich opfern. Die Götter haben euer Opfer angenommen. Die Götter haben euer Opfer angenommen. Und da kommt auch schon Prinz Nummer 2. Den wir heilen und foltern können. Ich empfinde es so. Mal ab mit dir. Netterweise helfen meine eisernen Jungfrauen gleich mal mit. Das Portal hat so viele Geschöpfe angelockt, wie es kann. Und holen wir uns gleich mal wieder unseren eisernen Ritter. Kari, eure Geschöpfe kommen nicht zum Schlafsaal. So. Eure Geschöpfe kommen nicht zur Schatzkammer. Der kann für mich mal diese Feen wegbringen. Okay, da ist auch schon ein Imp und hat ihn abgeschleppt. Sehr schön. So, deine Brüder können sich leider nicht mehr retten. Eine gegnerische Brücke. Ein Geschöpf verhungert in eurem Kerker. Sehr, sehr gut. Also nicht, dass ein Geschöpf verhungert, sondern dass wir es ohne Schwierigkeiten geschafft haben, alle Prinzen zu kriegen. Eure Geschöpfe kommen nicht zum Kerker. Ah, na gut. Jetzt müssen wir noch den letzten Prinzen finden. Und heilen. So. Das dürften wir jetzt eigentlich so gut wie gewonnen haben. Ein Geschöpf ist in eurem Kerker gestorben und als Skelett wieder auferstanden. Was passiert, wenn wir drei... Name aus. Wir fangen Name ein. Drei Feen opfern. Die Götter haben euer Opfer angenommen. Ah, haben Götter sie. Haben euer Opfer angenommen. Haben sie nur unser Opfer angenommen.
Ah, sehr schön, die drei Prinzen winden sich da. Euer Casino ist zu klein. Und ich denke mal, wir haben eigentlich gewonnen. Höchstens durch die Heldentore kommen jetzt noch irgendwelche Gegner hindurch, aber das bezweifle ich. Hier ist zwar noch ein Raum, aber da ist nichts mehr drin. Ja. Jetzt müssen wir nur noch darauf warten, dass die Helden bekehrt werden. Ich habe jetzt trotzdem das Spiel nochmal gespeichert, weil meine Aufnahmesession schon ziemlich lang ist. Ein Geschöpf ist in eurem Kerker gestorben und als Skelett wieder auferstanden. Und ich mal einfach nicht hoffe, dass mir jetzt mittendrin die Aufnahme abbricht, vor allem wenn wir schon kurz davor sind zu gewinnen. Deswegen habe ich jetzt gerade mal gespeichert, nochmal sicherheitshalber. Okay. Die brauchen wirklich lange zum Bekehren und schreien wie die Mädchen, die drei tollen Prinzen. Aber gut, falls das hier zu lang dauert, schneide ich vielleicht ein Stück raus, bis wir mit der Bekehrung fertig sind, je nachdem wie lang es jetzt noch dauert. Ich hoffe mal nicht allzu lange. Sie zu schlagen wird das Ganze auch nicht beschleunigen, denke ich mal. Erfolgreich ein gegnerisches Geschöpf in eurer Folterkammer bekehrt. Ich halte eure Folter nicht mehr aus. Ich, Felix, werde an eurer Seite gegen meinen Vater kämpfen. Okay, den ersten haben wir. Mal gucken, ob wir die anderen beiden auch noch kriegen. Ich wünschte wirklich, ich könnte das ein bisschen beschleunigen, aber kann ich leider nicht. Aber gut, ist ja nicht so weit groß der Abstand gewesen, dass ich die drei da reingesteckt habe. Also Tristan und Balder dürften auch bald bekehrt sein. Und ich habe einen Prinzen in meiner Armee. Und jemand macht Anstalten, sie zu befreien. Hätte ich eigentlich irgendwie erwartet, dass noch was kommt. Aber Jim scheint nicht so. Brücken habe ich alle abgerissen, die so in mein Heimatgebiet führen. Nicht, dass der Gegner meint, hier irgendwie reinkommen zu können noch. Aber schaut nicht so aus. Hier gibt es sogar noch einen Goldklumpen. Den könnt ihr ja mal für mich ausbuddeln. Das Portal habe ich gar nicht gebraucht. Ich bin mit einem Level 10 schwarzen Ritter ausgekommen. Habe ich eigentlich so gut wie alles hier kaputt gemacht, was an Gegnern rumlief. Das ist auch lustig. Skelett wieder auferstanden. Ja, das können sie von mir aus. Die anderen Helden brauche ich nämlich gar nicht. Ich brauche nur die drei Prinzen. Ja, ich glaube, ich werde wirklich ein bisschen Zeitraffern vielleicht oder das rausschneiden. Ein Stück. Weit. Werde ich ja sehen.
Weil das dauert wirklich ziemlich lange, bis die hier bekehrt sind. Auch wenn die eisernen Jungfrauen sie gerade ein bisschen mitfoltern neben den Foltergeräten, aber ich glaube, das wird das Ganze auch nicht wirklich beschleunigen. Ah ja. Jackpot. Dafür kriegen wir nochmal einen Jackpot in unserem Casino. Und sehen uns an, wie die Salamander abtanzen, die Teufler. Und die Riesen. Tanzen die Skelette auch? Oh ja, die tanzen auch. Gott. Euer Casino ist zu klein. Ist doch egal jetzt. Wir haben erfolgreich ein gegnerisches Geschöpf in eurer Folterkammer bekehrt. Nummer 2. Tristan, werde euer Diener. Okay, und wir haben Nummer 2 bekehrt. Euer Portal hat so viele Geschöpfe angelockt, wie es kann. Er ist... Naja, okay, sie sind beide Blockierer. Jetzt dürfte der letzte auch nicht mehr lang hierhin sein. Los, komm schon. Ach ja. Ein Geschöpf verhungert in eurem Kerker. Ihr könnt es euch nicht leisten, Geschöpfe zu trainieren. Na, brauche ich auch nicht Ihr mehr. Ihr habt erfolgreich ein gegnerisches Geschöpf in eurer Folterkammer bekehrt. Da war der Portaljuwel drin. Söhne des Königs mit eurer teuflischen Macht gegen ihre Fahnen gewendet. Nun werden sie euch zu dir sehen. Euer Erfolg ist meine Freude, Keeper. Weiter so. Na gut, wir haben es geschafft. Immerhin. Horny holt den Juwel. Und ich denke, damit haben wir es dann geschafft. Das heißt, ich denke, ich weiß, dass wir es geschafft haben. Jetzt bleibt nur noch der König selber übrig. Ja, ich denke mal, den Rest sparen wir uns. Ein höchst zufriedenstellendes Ergebnis. Diese ganzen hochwohlgeborenen Prinzen, um ihr erbärmliches Leben flehen zu hören, war ein reines Vergnügen. Ein ganz außerordentliches Vergnügen sogar. Nun bleibt nur noch ein einziger Portaljuwel übrig. Und den verwahrt König Reginald selber. Eure schwerste Prüfung liegt noch vor euch. Doch ich weiß, dass ihr würdig seid. Ja. Dankeschön. Also, jetzt bleibt nur noch die Königsmission selber über. Und bevor ich jetzt hier meinen Cut mache, nochmal kurz zu dem Zwischenvideo. Das sah irgendwie so aus wie das eine, was wir neulich hatten. Ja. Ich habe es auch nicht so richtig durchgeblickt. Falls ihr geblickt habt, worum es in dem Video genau ging, dann schreibt mir das bitte in die Comments. Also, bevor wir uns jetzt dann aber dem Finale widmen, mache ich einen Cut. Bis gleich.